Na, da sind wir ja mal gespannt, was beim heutigen Video rauskommt. Du und ich habe keine Ahnung, was ich erzählen werde. Ich lasse jetzt einfach den Heiligen Geist wirken. Wir schließen jetzt zuerst einmal die Augen, atmen Gottes Liebe ein. Stress und Unruhe aus. Das machen wir dreimal. Gottes Liebe ein. Stress aus. Gottes Liebe ein. Alles, was uns beschäftigt, aus. Und wir kommen im Hier und Jetzt dann. Fass dich mal hier so, im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt. Halleluja. Das ist christliche Meditation. Wir lehren uns nicht, wir füllen uns mit Gott. So gut. Diese Woche hatte ich in Biel einen Arzttermin, habe bis anhin das Fahrrad immer vor der Eingangstüre, also natürlich schon so, dass Leute noch rein können, parkiert. Als ich rauskomme, das E-Bike meiner Mutter weg. Leider kam mir nicht zuerst gerade in den Sinn, bete, aber Gott sieht ja meine Herzensnot. Also ging ich zum Gigore, das ist so ein Laden, wo man Klamotten kaufen kann. Eher für Barbie-Puppen. Entschuldige den Witz am Rande. Und konnte mit der Filialleiterin reden. Sie hat gemeint, ja, das ist sicher wieder der Hausmeister gewesen, der macht immer solche Dinge. Da kommt er. Sie können ihn direkt ansprechen. Ich sprach ihn an. Er sagte, nee, ich habe nichts gemacht. Dachte ich, mein Gott. Dann sagte ich zu der Filialleiterin, was soll ich jetzt tun? Ja, Sie müssen die Polizei informieren. Ja, ich kenne ja nicht mal das Rahmennummer, ich habe keine Angaben, außer dass es ein Flyer ist. Es gehört ja meiner Mutter, ja, dann müssen Sie die informieren. Dann habe ich gesagt, kennen Sie meine Mutter und können Sie sich vorstellen, wie sie reagieren würde, wenn ihr Fahrrad weg ist? Dann sah ich auf der anderen Seite der Straße einige Fahrräder stehen und ich sagte ihr, weil sie hatte gerade Pause, war am Rauchen, können Sie sich vorstellen, mit mir noch bis zu diesen Fahrrädern zu gehen, dass ich schauen kann, ob es vielleicht jemand dorthin gestellt hat, in abgeschlossenem Zustand. Es würde mich beruhigen und die Frau kam mit und es stand dort. Halleluja. Und ich habe dazu gelernt, einfach die Sachen aufzupassen, wo man die Sachen hinstellt, respektive in den dafür vorgesehenen Fahrradparkplätzen. Ich meine, ich war jetzt schon fast 20 Mal wohl bei diesem Arzttermin, also bei diesem Arzt der Behandlung und habe es immer so parkiert wie jetzt, als es wegkam. Ja, einmal ist das erste Mal. Vorgestern Nacht bekam ich Schweißausbrüche. Entschuldige, ich knie hier im Wald. Schweißausbrüche und ich fühlte mich total komisch. Schlussendlich Fieber gemessen. Aha, Fieber. Und ich wusste, ich hatte Symptome von einem Hitzschlag oder einfach Sonnenstich oder so. In meinem Fall nicht ganz harmlos. Also, es ist sowieso nicht unbedingt harmlos. Dann muss ich gleich mehr Medikamente nehmen. Paracetamol oder in der Schweiz eben Tafalgan. Ich wusste, ich habe am Nachmittag mit einem lieben Freund und Bruder abgemacht. Und ich habe mich so enorm auf diesen Termin gefreut gehabt, dass ich diesmal nicht in die Drama Queen Rolle zurückfiel, die ich sonst manchmal, nein, jetzt sterbe ich, ist alles vorbei und gleich die Eltern anrufen, sondern ich blieb sachlich. Und wirklich, ich machte alles nur mit Jesus aus. Er sagte mir genau, was ich tun musste und ich wies einfach die Krankheit weg, die kein Teil der neuen Schöpfung ist. Ich sagte, es ist nur ein Fake. Ich bat aber Gott auch um ein Zeichen, dass wenn es unter 37 Grad ist, würde ich den Termin, also wahrnehmen mit dem Bruder und sonst eben nicht. Und am Morgen, als ich erwachte, 36,1, Halleluja. So groß ist Gott. So genial. Noch ein Zeugnis vielleicht. Meine Mutter gestern Abend
wollte es gerade zu einem Konflikt ausarten, als ich etwas sagte und sie wieder den Satz, den ich ja schon als Kind immer hörte, sagte, ja, du verstehst immer alles falsch. Und noch vor einer Woche oder zwei bin ich innerlich explodiert, als ich diesen Satz hörte. Und gestern habe ich gemerkt, es macht mir nichts. Und wir haben uns schnell wieder auf der gleichen Basis gefunden. Es war erstaunlich. Weißt du, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Aber oft haben wir nicht mal mehr Zeit für ein Stoßgebet in dem Sinne, aber Gott ist da. Gott ist trotzdem da, auch wenn wir nicht gleich beten und das Anliegen vor ihn bringen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott, er sieht das Herz. Bestimmt hast auch du so kleine Erlebnisse und Zeugnisse und ich freue mich auch, wenn du das unten in den Kommentaren vielleicht mir ein Zeugnis wiedergibst oder wenn du es mir privat mitteilen möchtest, andrea.k.pfahler@gmail.com. Ich freue mich über dich und Gott noch viel mehr. Hab ein schönes Wochenende, such den Schatten. Ja, auch wer im Schatten des Allmächtigen wohnt. Ja, das ist ja auch ein Psalm. Meine Burg, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Viel trinken, wenig Sonne. Ich wünsche dir was. Tschüssi.